Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Heimatprojekt. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, Grüße. So, wir haben jetzt natürlich hier die Sojabötchen, die wir jetzt einlagern. Ja, was wir haben, haben wir. Der Drescher ist mittlerweile hier hinten abgestellt und entleert. Also da ist nichts mehr drinnen. Ich sehe gerade den Landini und den Anhänger. Den könnte man auch mal waschen, hätte ich gesagt. Das wäre auch mal nicht so schlecht. Und dann brauchen wir irgendwann noch mal ein bisschen Kalk. Aber zuerst werden wir dann natürlich dann ein bisschen, ja, mit Mulcher drüber. Weil Kalk streuen können wir dann im Frühjahr vor den Grubbern auch noch. Jetzt werden wir den mal ein bisschen sauber machen, weil ich weiß ja nicht, wie das ausschaut. Er ist eigentlich ein schicker Traktor, aber so schmutzig. Ne, so schmutzig kann das nichts. Ne? Maschinenpflege, richtig und wichtig, wie man so schön sagt. So. Ja, in der Zwischenzeit, der Baumwollernter ist noch immer dabei. Also der hat noch immer den zweiten Ballen hinten drauf. Und ja, sobald er dann den dritten fertig hat, wirft er den natürlich dann ab. Ich habe in der Zwischenzeit auch den Massey Ferguson losgeschickt schon mal. Auf unser Feld 23. Oder Feld 23, genau, da fährt er. Hat einen Düngerstreuer ranbekommen. Da schauen wir mal, ob wir schon die dritte oder die zweite Düngerstufe erreichen können. Oder ob das noch zu früh ist. Gucken wir mal. Pflegebereifung hatte er schon drauf. Deswegen brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. So, und ich würde sagen, den Anhänger, den stellen wir hier so rein, oder? Jetzt sind die kleinen Ballen ja weg. Jetzt müsstet ihr eigentlich Platz haben hier. So, ein bisschen rauf auf die Kartoffeln. Macht ihr nichts. So, zack. Und dann schickt man den eigentlich los mit dem Mulcher. Da müsste er hier irgendwo drinnen stehen, ne? Schneidwerk vom Drescher. Also hier müssen wir auch irgendwann mal aufräumen. Wir brauchen definitiv mehr Platz, um ja uns ein bisschen rühren zu können. Eine zusätzliche Halle. So. Jetzt ist hier aber kein Mulcher. Wo ist denn der Mulcher? Steht er da vorne drin? Ah, da ist er ja. Perfekt. Ja. Komplett übersehen, das Dingens. Ne? Hier ist der Mulcher. Wir haben ja das Ding hier. Das ist ein Mulcher. Ja, schauen wir mal, ob das hier geht mit dem Mulchen. Aber müsst ihr eigentlich. So, ein bisschen. Rand das Dingens. Und dann geht schon los. Die erste Bahn werden wir oben vorgewendemäßig mal selber ziehen. Und dann sehen wir eh, ob das läuft oder nicht. Dann machen wir mal eine Klappung. Natürlich machen wir hier auch wieder eine Grünstreifenpflege. So. Runter das Dingens und. Der Master Ferguson ist mittlerweile angekommen. So, gucken wir mal. Das Gras geht halt schon mal weg. Also, das läuft. Jetzt halt nur die Frage: Das machen wir aber in Außensicht. Wird hier auch was gemacht? Ah, es sieht so aus, als würde das passen. Okay. Dann würde ich sagen, drehen wir hier noch einmal und dann schicken wir den mit dem Helfer los. Dann soll der das machen. Ups. So. Zack. Dann machen wir hier noch einmal so quer drüber. Und dann schicken wir den los und dann schauen wir auch auf die PDA rauf, ob das denn wirklich so funktioniert. Und ob uns das überhaupt diese diesen Status wurde gemulcht bringt, weil sonst, ja, sonst war es Satz mit X war wohl nichts, ne? So. Dann Helfer, du machst hier weiter, dann gucken wir mal. Kurz, so. Wurde gemulcht, perfekt. Läuft. Das heißt, weitermachen. So, und hier haben wir jetzt natürlich unseren Streuer. Dann fahren wir mal kurz ein paar Meter rein, aber es müsste eigentlich Pflegebereifung. Genau, da passiert nichts. Das ist ja schick, das ist schön. Dann schauen wir natürlich die 42 Meter. Natürlich, wenn wir neu gestartet haben, schalten wir sicherheitshalber einmal durch. Man weiß ja nicht. So, und dann einmal VCA einrichten. Versatz, achso, das war... Das war der Steinesammler, den brauchen wir nicht mehr, ne? Ui, da haben wir uns ja ordentlich verschätzt. Der muss ja deutlich weiter nach links rüber. Okay. Jupp. So.
Und dann los geht's. Und dann gucken wir mal rauf. Ja, mal speichern, immer wichtig. So. Jupp, und da haben wir schon die zweite Düngerstufe, also das läuft auch perfekt. Wie wenn wir es geplant hätten. Schön, schön. Dann werden wir da nochmal runter tuckern zu unserem Gerstefeld. Dann bekommt dort auch die zweite Düngerschicht drauf. Und dann sind die Felder eigentlich top vorbereitet. Mal gucken. Bis jetzt ist bei beiden Feldern noch kein Unkraut. Ich weiß jetzt nicht, wann das Unkraut theoretisch erscheinen sollte oder da sein sollte. Ich weiß es ja nicht. Das weiß ich nicht. Hier haben wir Unkraut, glaube ich, schon mal weggemacht mit Striegel, oder? War das nicht hier? Müsste ich mal gucken. So, haben wir überhaupt einen Striegel? Da ist nichts Neues. Wir haben einen Striegel. Das heißt, wir haben hier theoretisch... Genau, bei irgendeinem Feld waren wir schon mal mit Striegel unterwegs. Das müsste hier gewesen sein. Aber ist da unten jetzt... Ah, die 34 ist mit Unkraut. Da müssen wir mal gucken, ob wir da mit Striegeln noch was machen können. Oder ob da... Ja, was Chemiekeule und so ran muss. Aber besser wäre es natürlich mit dem Striegel, ne? Das würde uns schon so einiges ersparen. So, hier haben wir jetzt eigentlich... hier links ist die Hälfte, das heißt 42, 21 Meter. 21 Meter, was kann man da alles einstellen? 18, nee, ich nehme besser 21. Dann habe ich zwar ein bisschen Überlappung, aber das passt schon. So. Ja, das passt. Das passt gut. Mit 21 Meter absolut ausreichend. So. Das heißt, hier oben ist dann voll gedüngt. Kein Unkraut, alles tippitoppi. Hier unten müssen wir schauen, ob wir da mit Striegeln noch was machen können. Oder ob da die Chemiekeule ran muss. Mal schauen. So. Dann machen wir den wieder auf die 42 Meter, so wie es gehört. Und ich würde sagen, Autodrive wird hier mal runterdüsen. Ich habe gehört, Autodrive kann das. Wir müssen aber vorher ein bisschen Dünger einladen. Zu 34 müssen wir dann. Also, Kollege, fahr mal runter vorher zum Shop. So. Standard. Shop. Fahr mal zum Shop runter, dann holen wir... Nee. Wir haben noch... Hofsilo. Wir haben noch Dünger in unserem Silo. Oder? Wir haben ja da so ein Silo platziert. Wisst ihr das noch? Mineraldünger. 1800 Liter haben wir noch. Ja, cool. Ah, beim großen Gewächshaus kann man das ankaufen oder wie? Keine Ahnung. Wir haben ja noch 1800 Liter in unserem platzierbaren Silo drinnen. Das nehmen wir vorher das, bevor wir wieder Frisches kaufen. Wir schauen in der Zwischenzeit aber mal runter. So, was ist da? Unkraut klein, Striegel. Perfekt. Wir haben einen Striegel, also das wird kostenlose Unkrautentfernung für uns sein. Läuft. Ab und zu kann man auch mal ein bisschen Glück haben. So, und hier der Murcher macht sein Ding. Perfekt. Gucken wir nochmal. Da müsste hier ein Striegel stehen, oder? Nee, hier nicht. Ah, hier. Da ist ein Striegel. Perfekt. So. Ja, dann schauen wir in der Zwischenzeit. Hier bei den Kollegen, bei dem läuft es. Hier der Pflüger oder die Pflügerin in dem Fall macht es ja auch. Ah. Da hat sich einer, ist einer runtergekullert. Den werden wir schnell mal holen, bevor er sich irgendwie doof verkeilt mit denen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist schon eine coole Konstruktion, muss ich sagen. Das ist schon witzig. Habe ich noch nie verwendet. Liegt auch daran, dass der John Deere Baumwolle-Dingens im 19er DLC war. Und ich hatte überhaupt keine Lust, mir das DLC zu kaufen, weil, ja, ich habe noch nie Baumwolle gemacht. Wirklich gerne und groß und sonst. Mir hat der Standardbaumwolle absolut gereicht und da war der eigentlich nicht notwendig, deswegen habe ich das Ding jetzt noch nie in Aktion gesehen. Aber ist eigentlich ganz cool. So. Das heißt, einen Ballen können wir dann noch mitnehmen. Dann schauen wir mal, wo müssen das überhaupt hin? Die 43. Die 43 muss dann Spinnerei La... Oje. Filature du Coteur? Coteur? Keine Ahnung. Filea, wo denn das? Hier oben. Oh je, Mine.
Das heißt, wir müssen hier rauf und diesen Schleichweg dann hinten durch. Okay. Ja, hier müssen wir hin zur Spinnerei. Ja, schaffen wir schon, schaffen wir schon. Ist sonst noch irgendwas Interessantes dabei? Ballenpressen, 2 und 7. 2 und 7 zur Silage, 5 Teile. Also da ist sicher noch ein Schwader dabei. Ich kann mir vorstellen, dass da diese Fliegeldinger sind zum Abfahren. Naja. Was haben wir da noch? Grubbern, Pflügen und Spritzen. Ja, es sind so einige Felder, wir könnten theoretisch spritzen, aber das ist halt, viel Geld gibt es da nicht, weil man ja auch das Herbizid kaufen muss. Es sind halt ein paar große Felder, 26, 30. Sind die schon dabei? Nee, noch nicht. Die würden schon ordentlich gut Geld geben, aber da braucht man halt sehr viel Herbizid auch. Deswegen. Ah, jemand ist angekommen. Cool. Der Marcel Ferguson. Schön. Besuchen. Ja, grüß dich. So, hier müsste ja noch Mineraldünger drin sein, ne? Jo, 1800 Liter, perfekt. Weil das ist ja das Coole an den Silo hier. Es gibt ja von denen verschiedene Ausführungen. Und bei den meisten, da steht halt dabei. Zum einen, das eine ist für Weizen, das andere für das, dann für das. Aber hier ist halt, kann man alles reinmachen. Natürlich nur eine Sorte, aber wenn's das kannst du jetzt entweder voll mit Saatgut machen oder da entweder voll mit Dünger oder voll mit Kalk, ist egal. Und das ist ja das Coole, da kannst du ja sonst die liefern lassen, kostet natürlich mehr. Silo ist leer, jetzt ist halt die Frage. Das müsste jetzt leer sein. Da müsste man jetzt was anderes kaufen können, oder? Oder ist das, wenn du es einmal drinnen hast, so gebrandet, so auf die Art. Jetzt kann man nichts mehr umstellen. 1 Liter. Ich will aber nicht 1 Liter kaufen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es auch so, dass man das Erste, was man reinmacht, dann immer drinnen machen muss. Ja, keine Ahnung. Lassen wir mal so stehen. Falls ihr das wisst, ob das so ist bei dem Silo, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen im Moment. So, wir düsen jetzt erstmal wieder runter zu unserem Feld und düngen da mal eine Runde. Und dann kommt hier natürlich auch der Striegel zum Einsatz. So, habe ich überhaupt ein Licht an? Jetzt schon? Ist zwar schon 9 Uhr, aber ja, so ein bisschen mit Licht fahren kann man. Ich habe hier nur das normale Abblendlicht an. Da passt das schon. So, mit den 2000 Liter sollten wir das Feld auch gut gedüngt bekommen. Da haben wir keine Sorgen rum. Ja, und jetzt wird dann auch schon langsam wieder Zeit, dass die Missionen wieder durchgeballert werden. Damit wir na, wieder die 10.000 Euro Schulden, die wir noch haben, für den Schneidwerkskauf, das auch mal wegbekommen. Ups, sorry. So, normalerweise die nächste rechts müsste das sein, oder? Jo, genau. Bin schon eine Weile nicht mehr unten gewesen. So. Und da wir eh Pflegebereifung drauf haben, machen wir einfach mal den hier. So. Ist ja nicht so tragisch jetzt, ne? Ist ja unser Feld von denen her. So, und diesmal stellen wir uns aber gleich ein bisschen weiter drüben auf, weil wir ja wissen, 42 Meter sind relativ viel. Ja, haben wir schon besser erwischt. Und Abfahrt. Auf die Mühle und läuft schon. So, dann machen wir mal Unkraut weg und jo, funktioniert. Perfekto. Läuft. Ja, gut. Das heißt, jetzt hier nochmal einen Striegel ran und dann sind eigentlich die eigenen Felder so gut wie wieder durch. Bis zum Frühjahr. Im Frühjahr geht es ja wieder weiter mit den anderen Feldern zu bestellen, die in Hofnähe. Ich fahre hier mal auf der Straße. Man kennt's. So, jetzt ist halt die Frage, was ist das? Das sind jetzt mehr als 21 Meter. Ich glaube 30 Meter war dann die nächste Stufe, oder? Ja, da müssen wir 30 Meter nehmen. Und das heißt ungefähr in die Mitte von dem ganzen Zeug fahren und es müsste ungefähr hier sein und läuft, Abfahrt.
So, irgendein Helfer ist fertig. Das ist die Frage, was ist das für ein Helfer? Ah, ich fahre mal 90 Grad. Was ist das für ein Helfer? Der fährt noch. Was war das für ein Helfer? Er fährt noch. Horsplay fährt auch noch. Haben wir noch einen Helfer? Ah, der Mulcher. Okay. Habe ich fast vergessen. Den Mulcher haben wir auch noch. Der Mulcher. So, stellen wir das wieder zurück. Und ich würde sagen, zurück kann der mit Autodrive fahren. Da kennt er sich ja aus. Perfekt. Läuft. Da vorne ist noch Bällchen, dann holen wir uns das gleich. Ja, dann würde ich aber sagen, soll es das für diese Folge und auch für diese Woche gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.